heiße Marco Simser und ich melde mich aus Wien, der Hauptstadt von Österreich. Im Oktober darf ich mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz und mit meinem Freund, dem Dirigenten Erke Duit, für euch das musikalische Märchen Peter und der Wolf auf die Bühne bringen. Von dem habt ihr vielleicht sogar schon einmal gehört. Es spielen mit. Der Peter, ein sehr fröhlicher Kerl, der wird im Orchester mit den Streichinstrumenten gespielt. Mit den Geigen, den etwas größeren Bratschen, mit den Violoncelli und den Kontrabässen. Ich habe euch mit meiner Geige das Thema von Peter vorgespielt und im Orchester spielen das sonst alle Streicher gemeinsam. Der Peter, der hat auch einen Großvater, der ist manchmal recht mürrisch. Und der wird mit dem Fagott nachgemacht. Es gibt den kleinen Vogel, ein sehr fröhlicher Kerl, der zwitschert und pfeift vor sich hin. Das hörst du besonders gut von der Querflöte. Die Ente kommt aus dem Gebüsch gewatschelt und das watschelt und quakt so schön von einem Holzblasinstrument von der Oboe. Samtpfoten dahin, die will ja auch versuchen, den Vogel zu erwischen. Wird ihr aber nicht gelingen, das kann ich jetzt schon verraten. Die Klarinette ist genau das richtige Instrument für die Katzentapser. Und dann gibt es noch den großen grauen Wolf. Der wird mit drei Hörnern gespielt. Und schließlich, nicht zu vergessen, die Jäger mit ihren Gewehrschüssen. Die Jäger und ihre Gewehrschüsse. Wie sollen wir das musizieren? Erstens mit einer Papiertüte. Zweitens mit Luftballons. Oder drittens mit einer Startklatsche oder Peitsche. Oder viertens, mit dem großen Hammer auf die große Kiste. Oder fünftens, im Original, wie Sergei Prokofjew das geschrieben hat, an den Pauken. Thank you.
Und wie die Geschichte dann ausgehen wird, das erzählen wir dir im Oktober in Konstanz.